Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Bei mir ist gestern das Päckchen angekommen. Ich habe mit der Melanie vom Account M&G Horse Diary ein Duschpäckchen gemacht. Meins ist auch schon auf dem Weg zu ihr und ich hoffe, sie hat es mittlerweile erhalten, weil wir werden natürlich die Videos gleichzeitig aufladen. Ihr findet ihr unten in der Videobeschreibung und natürlich auch ihren Kanal. Ich werde ihn auch hier oben verlinken. Und ja, dann fangen wir doch direkt an und packen mal aus. So sieht es etwa aus. Man sieht, sie hat ganz viele kleine Päckchen gemacht und das oberste ist, glaube ich, auch noch ein Brief drin, den ich jetzt zuerst mal wieder anschauen. Liebe Tamara, ich freue mich wirklich unglaublich, dass wir es geschafft haben, ein Tauschpaket zu organisieren. Ich hoffe, die Sache passen und gefallen dir. Ich hätte sie wirklich am liebsten selbst behalten. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Bilder auf Instagram und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Paket. Deine Melli. Liebe Melanie, ich hoffe natürlich, du verstehst, was ich zu den Sachen sage, zumindest ein wenig, sonst kannst du mir immer schreiben und ich erkläre dir, was meine Reaktion war, da ich das Video ja auf Schweizerdeutsch mache. Also. Als erstes haben wir hier das Produkt. Also wir haben verschiedene Kategorien gemacht und eine Kategorie war Must-Have-Produkt. Das hat hier drauf geschrieben. Must have. Dieses Produkt ist meine Nummer 1 in der Schallapotheke. Sie hat mir hier Zinksalbe gekauft, wo einfach zur Wundheilung so beitragen. Ich habe in ihrem letzten Video gesehen, dass sie die vor allem auf die kleinen Wunden, die draussen haben, drauf tun. Und da ich nichts Sättiges habe, eigentlich. Und der Lemmy ja eigentlich recht oft irgendwelche komischen Wunden hat, werde ich die sicher sehr oft brauchen. Merci vielmals. Dann haben wir hier etwas für den Reiter. Passt zwar farblich nicht 100% zum Rest, kann aber immer gebrauchen und sieht man meistens sowieso nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir uns das gleiche geschenkt haben. Habe ich so das Gefühl. Es fühlt sich so an. Und das, was ich ihr geschenkt habe, sieht man eigentlich auch nicht. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon alle, was es ist. Ja. Es sind Reitsocken von der Marke Cavaliero, die ich sehr schön finde, muss ich wirklich sagen, und sie sind auch recht dick. Ich finde die dünnen immer, also nicht unangenehm, aber sie gehen immer so schnell kaputt und die dicken finde ich dadurch ein bisschen besser. Ich freue mich sehr über das Geschenk. Es ist wirklich, das kann man immer brauchen. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, er hat zu viel Reitsocken. Mein Problem ist ehrlich gesagt auch, dass ich immer eine Reitsocken verliere. Und wenn man zwei verschiedene Jahre hat, sieht das zum Beispiel auf Turnieren oder so recht blöd aus.
Lieblingssüßigkeit. Eigentlich müsste ich dir die Schokomaus aus Kreta einpacken. Das hier ist aber auch super. Also dazu muss ich euch vielleicht sagen, dass ich Melanie in meinen Ferien auf Kreta kennengelernt habe und wir dort in so einem kleinen Dorf waren, wo sie mir ihre wirklich absolute Lieblingssüßigkeit zeigte. Das sind so Mäuse aus Schokolade. Und das ist eigentlich einfach pure Schokolade. Also für jeden, der gerne Schoki hat, sollte das mal probieren. Aber Schoki ist schwierig, weil die gibt es glaube ich einfach nur dort. Und dort waren sie mir auch und haben beide so eine gehabt und haben gesagt, das ist einfach das Beste, was es gibt. Nur mal, dass sie verstehen, wieso dass sie das so verschickt. Sie hat mir hier 2 Tafeln Schokolade geschickt. Die ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen habe hier in der Schweiz. Ich weiß jetzt auch nicht gerade, also die Marke ist das Exquisite. Habe ich so noch nie gesehen, werde ich probieren und hoffentlich schmeckt es mir genauso wie dir. Etwas für die Jahreszeit. Der Winter ist zwar fast vorbei, trotzdem ist dieses Teil auch super im Frühling und im Herbst. Und die Farbe ist der Hammer. Es ist eine Kappe, die auch noch glitzert, wenn man das irgendwie sieht. Sie ist von Felix Bühler. Und ich finde sie mega cool. Also ich finde die Farbe find ich sehr, sehr cool. Und sie ist auch sehr bequem. Also sie kratzt nicht oder so. Und so ein bisschen bling bling muss ja eigentlich immer sein. Eine Überraschung von mir für dich. Ich hoffe, es passt. Eine Kategorie von uns war halt auch noch, dass wir uns eine Überraschung machen. Und ja, das finde ich fast am spannendsten, weil dort weiss man halt so gar nicht, was drin sein könnte. Also wir sehen hier, das passt fast nicht ins Bild, eine wunderschöne Halfter von Felix Bühler mit einem passenden Seil dazu, was sehr gut ist, weil in letzter Zeit gefühlt alle unsere Seil kaputt ist gegangen und wir uns tatsächlich überlegt haben, wir müssen Seil zu kaufen und irgendwie hoffen wir Seil nie, sondern gewinnen es auf Turnier oder sonstiges und deswegen sehr vielen Dank für das Seil. Und die Halfter ist auch wirklich mega schön, in so einem grün-blau, niemand weiss Ton. Ich bin sehr schlecht in Farben und auch Verschlüsse und alles finde ich wunderschön, natürlich mit Lammfell und so, dass der Lemmy schön kuschelig hat. So, jetzt kommt noch das Größte. Etwas fürs Pferd. Ich hätte es am liebsten selbst behalten. Lemming wird es aber super stehen und ich hoffe bald kann. Das ist nicht so meine Stärchen. Und ich hoffe bald ganz viele Fotos davon auf Insta zu sehen. Also so vom Anlängen her und so von der Größe her. Ich bin jetzt auf einer Schabracke. Wenn sie keine ist, wird es richtig gut. Es ist eine Schabracke. Und eine richtig coole Schabracke.
Und zwar ist die von Felix Bührer. Ja, man sieht mich gar nicht. Die ist auch in so einem grün. Also ja, es ist so ein Farbverlauf in grün. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Schabracke schon sehr oft angeschaut. Im Felix Bührer, wo wir irgendwie ständig dürfen. Ich habe auch die meisten von ihren Sachen im Felix Bührer gekauft. Muss man hier dazu sagen, das sieht. Wir haben schon den gleichen Geschmack, wo wir unsere Sachen kaufen. Aber irgendwie habe ich sie nie gekauft. Weil die Lemmy hat sehr viel Schabracken. Und ich habe mir immer so gedacht, nein, ich brauche nicht neunische Schabracken. Aber jetzt habe ich sie. Und ich finde sie sehr cool. Merci viel, viel mal, Melanie. Das war alles. Also ich finde die Sachen sehr cool. Muss ich wirklich sagen. Falls ich zum Zeitpunkt, wo das Video raufkommt, schon Bilder mit den Sachen habe, würde ich die natürlich jetzt noch kurz einblenden. Je nachdem, wie schnell mein Päckchen bei Melanie ankommt und ich noch genug Zeit habe, werde ich sicher Fotos und ein paar Videos machen, wo ich euch einblenden kann, dass ihr die Sachen sicher mal alle von euch seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich geht unbedingt in der Videobeschreibung auf Melanies Kanal, schaut alle ihre Videos an und natürlich auch das Video von meinem Päckchen, dass ihr seht, was ich ihr geschenkt habe. Also ich kann euch sagen, 3 Sachen haben wir effektiv, also gleich, es ist eine andere, aber es ist bei ihr genauso drin. Und ich hoffe, ihr abonniert sie, ihr abonniert mich und euch haben beide Videos gefallen. Die werden von Melanie wahrscheinlich noch öfters hören. Wir planen auch, dass wir uns besuchen, mal im Sommer. Es ist etwas schwierig, wo sie in Deutschland lebt und ich in der Schweiz, aber wir werden es probieren. In diesem Sinne, schön habt ihr zugeschaut und bis zum nächsten Mal.